Die jüngsten Daten waren sehr durchwachsen. Zum einen gibt es gute Nachrichten von der Inflationsseite. Hier setzt sich der Trend sinkender Inflationsraten in den meisten Regionen fort. Auf der Konjunkturseite haben wir sehr gemischte Signale. Auf der einen Seite gibt es weiterhin sehr schwache Daten aus der Industrie, besonders in Europa und in Deutschland. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass der Arbeitsmarkt sehr stark ist. Und hier stechen vor allen Dingen die USA mit ihren Arbeitsmarktdaten hervor. In diesem Umfeld müssen wir trotzdem sehen, dass die Zentralbanken die Zinsen, zumindest wenn man weitläufige Definitionen heranzieht, in einem restriktiven Terrain angekommen sind. Und dementsprechend wird nach den starken Anhebungen in den vergangenen Monaten und Quartalen das Tempo von Zentralbankzinserhöhungen langsamer werden. Investoren müssen sich dementsprechend mehr die Frage stellen, ob noch ein weiterer Zinsschritt kommt, anstatt wie hoch wird der nächste Zinsschritt sein. Wir haben auch in unseren Prognosen darauf reagiert und die Zinsanhebungen sowohl für die Fed als auch für die EZB noch etwas fortgeschrieben. Wir erwarten jetzt in beiden Lagern nochmalige Zinserhöhungen im Mai. Dann für die Fed bei der Höhenmarke von 5,25 und für die EZB einen Einlagesatz von 3,25. Diese Zinserhöhungen sollten dann dazu beitragen, dass sich die Konjunktur weiter abschwächt. Und wir gehen auch weiterhin davon aus, dass wir in Europa und insbesondere in Deutschland eine Rezession sehen. Die Inflationsraten werden aber sicherlich auch in den kommenden Monaten weiter nach unten gehen. Und das ermöglicht dann, dass wir 2024 erste Zinssenkungen bekommen. Das heißt aber auch, dass wir diese Zinsinversion, die wir derzeit haben, noch eine Zeit lang mit uns rumschleppen werden. Und bevor dieser positive Impuls von Zinssenkungen, der uns ab 2024 dann zuteil werden wird, sich wirklich in einer konjunkturellen Belebung ausmacht, werden wir durch eine Schwächephase laufen. Das heißt, zinsgetrieben und inflationsgetrieben kommt zunächst nach dem deutlichen Rückgang der Wirtschaftsdynamik eine Erholung. In unseren mittelfristigen Prognosen, die wir auch frisch veröffentlicht haben, spielt das auf der längeren Sicht weniger eine Rolle. Hier sind mehr die 4Ds bestimmend. Neben der Digitalisierung und der Dekarbonisierung, die wohl zu zusätzlichen Investitionen in den kommenden Jahren führen werden, gibt es auch die beiden Themen Deglobalisierung und demografischer Wandel. Gerade diese beiden letzten Ds dürften dafür sorgen, dass wir in den kommenden Jahren ein geringeres mittelfristiges Wachstum haben werden. Und dementsprechend sollten dann im Vergleich zu den vorherigen Jahrzehnten die Wachstumsraten niedriger ausfallen. Auf der anderen Seite bedeutet dies etwas höheren Inflationsdruck und dementsprechend laufen wir mittelfristig in eine Projektion rein, die von niedrigerem Wachstum und etwas höherer Inflation geprägt ist. Musik